Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Ich wollte das Video jetzt eigentlich so nicht anfangen, aber ich habe gerade einfach gemütlich meine 20 Zeitkristalle geöffnet. Ich habe Gogeta gezogen. Die 20 Zeitkristalle. Ich habe bei diesem Gogeta-Banner über 13.000 Zeitkristalle reingesteckt. Und jetzt ziehe ich ihn mit 20 Zeitkristalle. Ich kann es euch nur immer wieder raten, Leute. Macht täglich eure 20 Zeitkristalle auf. Ich krieg gerade die Tür nicht zu. Was ist das für ein Videoanfang? Leute, eigentlich geht es heute darum, wir schauen uns die neuen Helden an und ich gebe euch meine Meinung dazu. Und das ist der Beginn der heutigen Folge. Ach ja, Leute, wenn man so eine Folge anfängt, ist der Tag eigentlich schon gerettet. Aber heute geht es darum, was ist eigentlich meine Meinung zum neuen Super Saiyajin Broly, zum Broly im Rage-Modus, den wir uns erfarmen müssen, und natürlich zum neuen Cooler. Ich würde sagen, wir beginnen auch direkt mal mit Cooler. Cooler hat auf jeden Fall ein paar sehr, sehr schöne Support-Fähigkeiten, wie es auch schön dasteht, als Unterstützungstyp. Und wir können ihn auf 3 Sterne ansehen. Leben ist ganz okay, Attack ist ganz okay, Verteidigung ist eher so okay. Overall ist er jetzt keine, von den Stats, keine sehr gute Extreme-Karte. Aber sein grüner Angriff zum Beispiel ist auch nicht schlecht. Zugefügter Schaden von Verbündeten, Kino-Version-Saga. Also von Broly, Cooler und so weiter, vom Sparking Cooler. Diese Kino-Versionshelden werden dadurch sehr gebufft. Ich denke auch, dass Kino-Version-Saga-Teams wirklich stark werden zurzeit, ne? Auch die Z-Fähigkeit hier bufft Kino-Version-Saga und vor allem auf 5 Sterne erhöht es dann den Basis-Schlagangriff und die Verteidigung. Und vor allem hier bei 5 Sterne 25%, das ist eine mega geile Support-Karte, die man auf die Ersatzbank setzt. Also die kommt ins Team. Ihr nehmt sie aber nicht mit in den Kampf, meiner Meinung nach, ist das eine echt geile Supportkarte. Warum nicht mit in den Kampf? Weil ich finde, die Stats sind einfach nicht gut genug. Er bufft hier auch unten nochmal, wenn er den Kampf betritt, machen eure Verbündeten mehr Schaden. Und wenn er zurückgeht, also ihn auswechselt, ist die Ki-Regeneration um 30% erhöht. Also overall wirklich ein geiler Supporter, aber ich würde ihn, denke ich, eher nicht spielen, sondern wie gesagt auf die Ersatzbank setzen. Damit ihr diesen geilen Kino-Version-Saga-Buff habt, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Unser Broly, Leute. Unser Broly. Man kann schon mal so viel dazu sagen. Er ist sehr, sehr, sehr stark. Und er ist nun direkt neu in das Z-Tier hochgeschossen. Also er ist nun auf einer Stufe mit, ja, Gogeta. Und auf einer Stufe mit zum Beispiel Super Saiyajin 3 Son Goku. Also er ist sehr, sehr mächtig und im Z-Tier, also einer der stärksten Helden. Das muss man ihm schon mal lassen. Mega, mega nice. Er hat auch krasse Fähigkeiten. Man kann sich hier seine Fähigkeiten angucken. Das ist der Spezialangriff, wenn ihr ihn einsetzt vor der Verwandlung. Man sieht ja auch, er trägt die Rüstung. Super Saiyajin Haare, ganz normal, ne? Wirft ein großes Bällchen drauf. Nachdem ihr ihn im Kampf verwandelt habt, sieht die Fähigkeit so aus. Ich finde es ganz cool, dass jetzt beide Fähigkeiten angezeigt werden. Vor und nach der Verwandlung. Finde ich mega sexy. Hier sehen wir nämlich, zack, keine Rüstung mehr. Die typischen grünen Haare. Finde ich ganz geil. Sieht ganz gut aus. Und natürlich seine Ulti. Sieht ziemlich krass aus, meiner Meinung nach. Obwohl ich die Ulti von unserem normalen Broly, den wir farmen können, auch mega sexy finde. Ne? Wenn nicht sogar besser. Also hier der typische Wegschleuderangriff erinnert an den normalen Broly von früher, ne? Hier war auch wunderschöne Ki-Explosion in diesem geilen, geilen Grün. Das ist halt bei ihm mega nice, ne? Er ist ein Fernangriffstyp, hat auf jeden Fall vor der Verwandlung schon verdammt viel Leben. Also wenn ihr ihn spielt, am besten gleich auf eure Ersatzbank. Extreme Raditz, der erhöht mich das Leben eurer Saiyajins. Dazu vielleicht noch ein Charlotte, erhöht auch nochmal das Leben eurer Saiyajins und sein Lebensbalken geht dadurch extrem in die Höhe. Auch der Fernangriff, wie wir sehen, 60.000, mega nice. Verteidigung ist Mittelfeld, ist okay. Crit-Wert ist super, Ki-Regeneration ist auch super und er geht mit 2
verschiedenen Karten in den Kampf. Erst ein Saiyajin und ein Super Saiyajin. Seine Künste haben wir gerade gesehen, den blauen Angriff, einfach nur mega, mega krass. Und zwei Karten des Gegners werden zufällig zerstört. Das ist halt schon hart, ne? Das ist schon hart. Und es kann von den meisten anderen Spezialangriffen nicht außer Kraft gesetzt werden. Finde ich auch geil. Finde ich auch geil. Und seine grüne Karte, also ja auch mega sexy, Ki des Gegners wird um 50 gesenkt und ein Zwangswechsel. Ich habe den Broly leider noch immer nicht gezogen. Ich kann es euch jetzt nicht zeigen. Aber es ist der alte Broly hat ja auch den Gegner genommen, weggeworfen sozusagen, und ein anderer kam in den Kampf vom Gegner. Und wenn er das einsetzt, kann er nicht von Fernangriffen getroffen werden oder aufgehalten werden, sagen wir so, ne? Seine Fähigkeiten, zorniger Amoklauf, haben wir gerade gesehen, sieht einfach nur mega geil aus. Seine Z-Fähigkeit bufft natürlich die Kino-Version Saga, auch so wie Cooler zum Beispiel. Und auf 5 Sterne nicht nur den Basis-Fernangriff, sondern Basis-Fernangriff, sondern auch den Basis-Schlagangriff. Mega nice. Auf 5 Sterne wieder mal mega, mega krass. Moment, ganz kurz hier runter switchen. Sieht man das am Bildschirm? Ne, sieht man nicht ganz. Auf jeden Fall, immer beim Betreten des Kampfes ist er immun gegen Elementschwäche für 10 Zeiteinheiten. Das kann maximal 2-mal eintreffen. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich krass. Das ist wirklich krass, ne? Und ihr seht auch noch, nach vergangener Zeit, nachdem ihr das eingesetzt habt, bewirkt es noch weitere Dinge natürlich. Und nach Ende des Gegenangriffs, das ist auch ziemlich geil, nach Ende des Gegenangriffs, also nach einer Combo, gemäß des erlittenen Schadens im Vergleich zu vorigen Lebensenergie, treten folgende Effekte auf. Was ein Satz, ne? Deutsch ist echt schwer, ne? Bei 5-35% zugefügter Schaden macht ihr 20% mehr Schaden. Hat euch der Gegner 35% vom Leben abgezogen, macht ihr 40% mehr Schaden. Das ist schon mal eine Hausnummer. Aber, wie gesagt, die Stats hier, mega nice. Aber ihr könnt ihn im Kampf verwandeln. Und dann steigen die Stats hier hoch auf ein Level eines Brolys würdig, würde ich sagen. Ne? Das ist ein echter Broly. So muss Broly sein. Broly ist immer OP in den Filmen und so weiter. Das muss so sein. Also nach der Verwandlung hier, wie ihr seht, Alter, die Verteidigung, mega sexy. Beide Angriffswerte so hoch as fuck. Crit-Wert, Ki-Regeneration 2800 ist mega. Und ja, auf jeden Fall, das haut rein, Leute. Das haut auf jeden Fall rein, das kann ich euch versprechen. Mega, mega nice. Also diesen Broly, er ist sowas von verdient, ne? Auf Z-Tier direkt gelandet. Was ich noch sagen wollte, Leute. Verwandeln könnt ihr natürlich, wenn ihr die Hauptfähigkeit einsetzt und dabei regeneriert ihr 20% Lebenspunkte. Sei nur ganz vergessen. Und dann sieht man auch die Künstekarte hier, wütende Macht. Was die macht? Ki-Regeneration und eine 20% Ohnmacht-Chance. Das habe ich fast noch vergessen. Also ihr verwandelt ihn wie Charlotte mit der Hauptfähigkeit links unten, also auf das Bildchen drücken, sobald es ready ist. Dann ist es wie bei Charlotte, er verwandelt sich. Und das finde ich mega geil. Wir brauchen mehr von solchen Verwandlungshelden, denn das finde ich einfach nur geil. Ich liebe es, im Kampf mich zu verwandeln. Bei Charlotte feiere ich das schon hart. Und bei Broly ist es natürlich noch geiler. Jetzt kommen wir noch zu unserem Zorn, Broly. Ihr seht, ich habe ihn erst auf Level 1000. Mir fehlen noch ein paar Superseelen. Oh, Superseelen für Broly ist so schwer zu bekommen. Es ist so schwer. Aber ich kann euch empfehlen, wo ich am meisten bekommen habe, ist, wie ich es schon im anderen Video gesagt habe, Leute, geht aufs Event, auf die normale Story hier und geht hier unten auf den Abschnitt 3. Macht eure ganzen Herausforderungen, dann könnt ihr auch die Skip-Tickets benutzen und hier seht ihr, bekommt man auch die, ne? Und hier ist es bei mir am öftesten gedroppt, ne? Also ich kann Mission Normal 3 nur empfehlen, für die Superseelen. Für die normalen Seelen EX3. Das nochmal kurz zu erwähnen, ne? Weil ich oft gelesen habe, die Leute bekommen keine Superseelen. Die normale Version auf 3, aber die Drop-Chance ist trotzdem sehr, sehr gering. Sehr gering, Leute. Ich glaube bei 8% oder so. Was jetzt eigentlich viel klingt, aber nicht viel ist. Auf jeden Fall auf Level 1000 habe ich ihn erst. Ich kann jetzt also noch nicht so viel zu den Werten hier leider sagen. Ich kann aber eins sagen. Er ist nicht wie Super Saiyajin Broly im Z-Tier, also nicht übermächtig. Aber er ist in Tier 1. Tier 1
ist schon fast genauso mächtig. Er ist aus einem Grund nicht in Z-Tier. Um in Z-Tier zu landen, also in dem besten Helden der Besten, muss man eine Fähigkeit besitzen oder eine Kraft sozusagen, das Spiel zu drehen. Also wenn man gerade am Verlieren ist, diesen Helden dann benutzt, dass man dann noch gewinnen kann. Das hat dieser Broly hier nicht. Er hat keine Fähigkeit, die ihn sozusagen einen Game-Changer macht. Das geht bei ihm nicht. Ich kann jetzt leider auf die genauen Werte hier nicht eingehen. Im Internet habe ich auch nur Fake-Werte gesehen, ehrlich gesagt, jetzt kurz vor dem Video. Aber sobald ich ihn auf Level 1500 habe, was hoffentlich heute noch passiert, also ich bete, dass ich es schaffe, dass ihr morgen hier am Kanal diesen Broly fertig seht, also Level 1500, das ist mein Ziel heute noch zu erreichen, dann werden wir genauer darauf eingehen, auf die Werte. Wir können aber schon mal eins sagen, wie gesagt, er ist einer der stärksten Helden, Tier 1. Seine Fähigkeiten hier, die sind ganz normal. Sein Wutschrei ist ziemlich sexy, denn, was soll man sagen, wenn der Gegner den Helden auswechselt, dann gibt es ja oft solche Helden, die dann weniger Schaden erleiden, wenn sie ausgewechselt werden. Eingewechselt werden. Nochmal, wenn Gegner einen Helden einwechselt, wie C17 zum Beispiel, der erleidet weniger Schaden. Und das hier erlitt dann Schaden down. Also der Gegner um 50% erleidet er mehr Schaden, sagen wir es mal so. Dann, grüner Angriff. Gegner erhält Attributsabzug erlittener Schaden, also er erleidet mehr Fernkampfangriff, Fernkampfschaden und euer Schlagschaden steigt. Wütende Macht, die Hauptfähigkeit, die ihr mit dem Bild links unten im Kampf einsetzt, aktiviert, hat der Gegner, natürlich bekommt er krassen Damage und eine 20%ige Chance auf Unmacht und wie beim Broly im Super Saiyan Modus natürlich auch hier, er kann dabei nicht von Fernangriffen aufgehalten werden. Also wenn ihr Blast Attack abbekommt oder so, ihr fliegt einfach durch. Und seine Fähigkeit, die Hauptfähigkeit, was ist denn heute los? Ich bin doch einfach, Leute, ich bin zu aufgeregt. Ich habe am Anfang des Videos Gogeta gezogen. Ich krieg gerade die Tür nicht zu. Tut mir leid. So, also ihr setzt die Fähigkeit ein. Bekommt euren Angriff, die wütende Macht hier unten, was wir gerade gelesen haben. Und regeneriert 20% Leben. Also, mega sexy. Die Z-Fähigkeit ist auch wieder für die Kinoversion Saga. Das heißt, wir müssen uns demnächst in den kommenden Tagen auf jeden Fall das neue Kinoversion Saga Team ansehen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Gerne auch schon mal in die Kommentare, wenn ihr da so ein spezielles Team schon habt. Vielleicht habt ihr ja schon ein OP-Team mit Kinoversion Saga. Und wie ihr seht hier, bei 3 Sternen wird es uns auch angezeigt, was als nächstes kommt. Und so weiter und so weiter. Denn dieser Broly geht zurzeit, also zum jetzigen Zeitpunkt, nur auf 3 Sterne. Ihr könnt ihn nicht höher bringen. Aber in kommenden Events, das Event wird sicher mal wiederkommen, in schwerer wahrscheinlich, wir kennen das aus Dragon Ball, dann kann man die nächsten Sterne farmen. So glaube ich das. Aber bis jetzt geht es nur auf 3 Sterne, gleich wie bei Son Goku Kid. Ganz wichtig zu wissen, ne? Ansteigende Kraft. Bei jedem Einsatz der Schlagangriffskarte, der roten Karte, wird der zugefügte Schaden um 5% erhöht. Wenn der gegnerische Charakter Son Goku oder Vegeta ist... Nö, was? Das ist so dumm geschrieben, ne? Das, Leute, auf Englisch ist es noch schlimmer. Es ist noch schlimmer. Also. Wie gesagt, wenn der gegnerische Son Goku oder Vegeta dabei ist, steigt der Schaden um weitere 5%. Er wird immer stärker und stärker. Deswegen auch Broly Zorn. Er ist angepisst. Er ist angepisst auf Goku und Vegeta. Und in jedem Einsatz der Schlagangriffskarte wird er stärker. Und verkettete Kraft bei Rückkehr in den Bereitschaftsmodus. Das heißt, wenn ihr ihn auswechselt oder einen anderen Kämpfer in den Kampf schickt, wird der erlittene Schaden vom Verbündeten Kinoversions-Saga um 20% verringert. Und der zugefügte Schaden um 20% erhöht. Mega nice Supportfähigkeit. Aber eben alles auf Kinoversionssaga. Das heißt, bei ihm hier brauchen wir ein Kinoversionssaga-Team auf jeden Fall. Und meine Fresse, sieht der gut aus, Leute. Ah, ich mag den Broly. Ich mag den neuen Broly. Ich finde ihn einfach nur geil. Natürlich, der alte Broly war auch nicht schlecht. Aber der neue Broly ist halt einfach übersexy, meiner Meinung nach. Oh Mann. Und seid nicht traurig, wenn ihr ihn nicht so schnell auf Level 1500 bringt. Leute, ihr habt Zeit. Ihr habt Zeit. Und ich rate euch weiterhin,
Zieht nur eure täglichen 20 Zeitkristalle in den Broly-Banner. Macht nicht mehr. Es kann Weihnachten etwas Geiles kommen oder zu Neujahr, wer weiß, ne? Und ja, Leute, gestern gab es ein Broly-Opening auf meinem Kanal. Schaut da gerne rein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute, ne? Das war meine Meinung zu den neuen Helden. Eure Meinung zu den neuen Helden. Gerne in die Kommentare. Und Entschuldigung für dieses aufgedrehte Video. Ich hab Gogeta. Leute, ich glaube, wir können es noch locker schaffen, dieses Jahr die 11.000 Abonnenten zu erreichen. Danke dafür. Viel Spaß. Haut rein. Und ciao.